Ist sie jetzt besser? Zufrieden? Sprich mich nicht an! Sprich mich nicht an! So kann es einfach nicht weitergehen. Findest du nicht? Ja. Hey! Antworte gefälligst! Ich denke, ich soll dich nicht mehr ansprechen. Antworte, wenn ich dich was frage. Ich finde, so kann es nicht weitergehen. Ja. Wir müssen eine Lösung finden. Ja, geh zu deiner Mutter zurück. Das wäre ja noch schlimmer. Dann geh zum Nervenarzt. Ich bin nicht krank. Du machst mich krank. Ja, was soll ich denn sonst nehmen? Ach, jetzt gibst du also zu, dass du mich loswerden willst. Aber ich bin kein Heiliger. Nicht mal ein Heiliger könnte mit dir leben. 5 Jahre sind wir jetzt verheiratet. Das ergibt 2 Jahre eitel Glück, 2 Jahre Tauziehen, wer der Stärkere ist, und 1 Jahr offener Krieg. Zugegeben, zwischendurch gab es immer wieder wunderbare Zeiten, aber das ist zu wenig, um alles andere zu vergessen. Das ist doch nicht zu fassen. 5 Jahre meines Lebens habe ich dir geschenkt. Ja, warum denn? Weil sie kein anderer haben wollte. Tja, ich hätte mich nur zu bücken brauchen, hätte an jedem Finger 10 haben können. Für 5 Minuten, aber 5 Jahre. Ein Ekel, ein widerlicher Kerl. Du hast kein Feingefühl, keine Lebensart. Du bist ein, ja. ein, ja? Ein Chichwahue. Jawohl, das bist du. Was ist das? Das weiß ich nicht. Es klingt so, wie du bist. Also gut, bin ein Chichwahue. Du widersprichst mir nicht einmal, du bist wirklich unerträglich. Ich glaub's bald selber. Wir müssen uns trennen. Ah. Mal wieder. Mit Trennung bist du immer schnell bei der Hand. Bloß wenn es ernst wird, dann kneifst du. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Beruhige dich. Ich verlange ja gar nicht, dass du zur Vernunft kommst. Schließlich kenne ich deine Möglichkeiten. Aber glaube mir, du, wenn du so weitermachst, dann lasse ich mich scheiden. Und ich spaße nicht. Ich lasse mich scheiden. Verstehst du? Ich. Dankeschön. Meinetwegen. Wir lassen uns also so schnell wie möglich scheiden. Ja. Ich hoffe nur, dass wir wenigstens gute Freunde bleiben. Wisst ihr nicht, wozu das gut sein soll? Naja, möchte gern den Mann kennenlernen, der mir jetzt schon leid tut. Wen? Deinen zweiten Mann. Ich werde mich mit ihm anfreunden. Warum soll er nicht von meinen Erfahrungen profitieren? Und ich möchte gern die Frau kennenlernen, die es mit dir länger als 1,5 Monate aushält. Wieso gerade 1,5 Monate? So lange wirst du ungefähr brauchen, um dein komplettes Liebesprogramm abzuziehen. Danach kommen doch nur Wiederholungen, das klassische Repertoire. Aber ich brauche das Neue. Ich möchte vibrieren, ich möchte aufblühen, mich dem Leben öffnen. Ich möchte eine richtige Frau sein. Ich brauche einen liebenden Mann. Also darüber hast du dich ja bisher nie beklagt. Lass mich ausreden, ja? Der Mann, den ich brauche, muss hinreißend sein. Ein Virtuose, ein Paganini. Ja, ein Paganini! Du bist doch über ein paar Fingerübungen nie hinausgekommen. Du hast mir ja schon manches an den Kopf geworfen, aber das geht zu weit. Also schön, wann willst du ausziehen? Ich die gemeinsame Wohnung verlassen? Mutterseelen allein auf der Straße stehen? Das wäre zu grausam. Nein, ausziehen musst du. Wieso denn? Du willst sie doch scheiden lassen. Nein, du, da müssen wir eine andere Lösung finden. Ja, ganz einfach. Wir müssen einen anderen Mann finden, mit dem du ein neues, gemeinsames Heim aufmachen kannst. Dann wirst du auch nicht Mutterseelen allein auf der Straße stehen. Allerdings, erst die Scheidung, dann noch einen neuen Mann für dich finden. Ja, das kann ja Jahre dauern. Eine Unverschämtheit! Du glaubst also, ich habe überhaupt keine Chance? Das habe ich nicht gesagt. Oh, da täuschst du dich aber gewaltig. Ich werde es dir beweisen. Wir können ja wetten. Wetten? Ja. Wir schließen eine Wette ab. Wer von uns beiden zuerst einen neuen Ehepartner gefunden hat, hat gewonnen. Gut, wetten wir. Aber ohne Mogeln, ja? Und mit gleichen Chancen. Einverstanden? Einverstanden. Und keinen, den du schon kennst. Bei dir muss es auch eine neue sein. Natürlich. Also gut. Hm? Aber wie wollen wir das anfangen? Wir können nicht gut eine Heiratsanzeige aufgeben. Hm? Nein, warum eigentlich nicht?
In einer Anzeige könnte man auch den Leuten die tollsten Sachen über uns erzählen. Das können die anderen über sich aber auch, wenn sie antworten. Ja, ja, schon. Aber wir sind zu zweit. Wir können gemeinsam auswählen. Wie das? Na, da wir den gleichen Namen tragen, jedenfalls für einige Zeit noch, könnten wir uns doch als Bruder und Schwester ausgeben und die Bewerber gemeinsam empfangen. Da kann gar nichts schiefgehen. Na. Wir werden nur jemanden akzeptieren, der uns beiden gefällt. Sie muss natürlich dir und er mir zusagen. Nicht schlecht. Also gut. Ich kann's ja mal versuchen. Wieso du? Nein, komm. Wir werden das gemeinsam in Angriff nehmen. Also los. Schreiben wir. Dame? Junge Frau. Junge Frau, na ja, gut, wie du willst. Soll man's Alter angeben? Nein. Oder doch meinetwegen gib's an. Na schön. 33 Jahre. 27. Bitte? 29,5. So, na ja, 29,5. Haarfarbe auch? Lieber nicht, wer weiß, wie die da gerade ist. Ach gut. Sehr attraktiv in das jeder stimmt. Hinsicht. Ja. Kleines Vermögen. Schreib ruhig großes Vermögen, ist sicherer. Hm? Großes Vermögen. Geschieden. Wieso? Ach so. Wünscht Wiederheirat mit Herrn in guten Verhältnissen. So heißt es doch, ne? Mhm. Alter von bis? 30 bis 40. Was denn? So eng begrenzt? Ich würde sagen 30 bis 55. Warum nicht gleich 70? Das ist gar nicht so dumm. Wenn er Vermögen hat und nicht bei bester Gesundheit ist, könntest du bei deinem Temperament bald eine reiche Witwe sein. Wie kann man nur auf solche Gedanken kommen? Du bist richtig gemein und berechnend. Na gut, schon mal 30 bis 40. Nein, nein, 70. Ach. Ich wäre nie auf sowas gekommen, aber wenn du meinst. Foto und Lebenslauf erbeten. So, das wär's. Findest du nicht, dass das eher wie eine Stellenanzeige klingt? Naja, soll ja schließlich auch eine Lebensstellung werden. Ne? Also ich wiederhole nochmal. Junge Frau, 29,5. Moment, vollweise. Und was ist mit Mama? Ja, gerade wegen deiner Mutter möchte ich kein Risiko eingehen. Wir werden uns vor Telefonanrufen kaum retten können. Apropos, ich muss ja mal telefonieren. Ich auch, und zwar dringend. Telefonier von deinem Zimmer aus. Das ist typisch. In seine eigene Wohnung wird man nur noch rumgeschubst. Hallo, Dominique? Es ist soweit. Ich lasse mich scheiden. Sag mal, wie kannst du dich so freuen? Naja, du hast ihn nie leiden können. Du, dabei ist er eigentlich sehr nett. Man muss ihn nur zu nehmen wissen. Aber ja, gerade bei einer Scheidung muss man auch die guten Seiten sehen. Selbstverständlich kann ich nicht alleine leben, aber da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich werde mir schon einen angeln. Ja, natürlich wird es schwer sein, einen besseren zu finden. Er ist nämlich wirklich perfekt. Du, sogar wenn wir uns streiten, da ist er richtig begabt. Mit wem sprichst du da eigentlich? Mit Dodo. Dodo? Dominique? Die ist doch vor 6 Monaten gestorben. Na und? Sie war meine beste Freundin. Ich spreche immer mit ihr, wenn es was Wichtiges zu berichten gibt. Nicht wahr, mein Liebes? Natürlich ist sie nicht am Apparat, das weiß ich auch. Aber ich bin sicher, dass sie ihre Leitung immer noch abhört. Und dass sie irgendwo in ihrem Haus herumspuken muss. Für mich ist sie einfach nicht tot, basta. Ich kann dir das jetzt nicht erklären, solange er dabei steht und sein skeptisches Gesicht macht. Ich rufe dich später wieder an. Tschüss, mein Herzchen. Schönen Gruß von mir. Schönen Gruß von Michelle. Das geht doch nun wirklich zu weit. Natürlich. Du konntest meine Verwandten nicht leiden. Wenn ich auf dich gehört hätte, hätte ich auch keine Freunde. Sogar die tote Dominique stört dich noch. Jedenfalls nicht so sehr wie deine lebende Mutter. Oh, du bist gemein. Ich bilde mir eben manchmal ein, dass ich zu ihr spreche. Was heißt dir einbilden? Du sprichst doch tatsächlich zu ihr. Ja, und ich bilde mir auch ein, dass sie mir antwortet. Ja, eines Tages wird ihr auch jemand antworten. Nämlich, wenn ihre Wohnung wieder vermietet ist oder wenn jemand anders ihre Nummer bekommt. Und was machst du dann? Komisch. Wenn ich sie sonst anrufe, klingelt es ganz normal. Diesmal kam ein Besetzzeichen. Na, hast du wahrscheinlich eine falsche Nummer gewählt. Aber nein, bestimmt nicht. Oder jemand anders hat gleichzeitig ihre Nummer angerufen. Wer soll denn da anrufen? Sie ist seit 6 Monaten tot. Oh nein. Ich will's jetzt genau wissen. Ich rufe noch mal an. Hallo, Dominique? Nein! Bibi, was hast du denn? Warum schreist du denn so? Hallo? Hallo, Monsieur. Heißen Sie wirklich Dominique? Das gibt's doch nicht. Ja, auch wenn das Ihr zweiter Vorname ist, bleibt's trotzdem sehr merkwürdig.
Was für ein Schrei? Ah, ja, das war meine Frau. Die regt sich nämlich so leicht auf. Die hat nämlich eben ihre beste Freundin angerufen und da war sie ganz verblüfft, dass sich tatsächlich jemand gemeldet hat. Hm? Ja, ja, natürlich meldet sich meist jemand, wenn man irgendwo anruft, aber in diesem Fall hatte sie nicht mit einer Männerstimme gerechnet. Sie können sich ihre Bestürzung vorstellen. Ja, ja, nein, natürlich ist das kein Grund, so zu schreien. Das will ich Ihnen ja gerade erklären. Sie ist nämlich tot. Nein, nicht meine Frau. Wenn meine Frau tot wäre, hätte sie ja nicht anrufen können. Bisschen Logik, lieber Freund. Nein, nein, Ihre Freundin ist tot, die, mit der Sie eben telefonieren wollte. Hm? Und da meldet sich statt der toten Freundin plötzlich ein lebendiger Mann. Versetzen Sie mal in die Lage meiner Frau. Wieso verstehen Sie das nicht? Sie sind aber ziemlich begriffsstutzig, nicht? Ich sagte begriffsstutzig. Da kommen Sie hin und seien Sie nicht gleich beleidigt. Nee, hallo. Dominique. Hallo. Hallo. Jetzt ist er beleidigt. Das war doch nicht. Das war Dominique, mein Schatz, ja. Hallo. Das Leben ist schon sehr merkwürdig. Die Leute verschwinden einfach und... Es ist doch nicht möglich, ein Gespräch mit ihr zu führen. Dankeschön. Oh, das lohnt sich ja wenigstens. Wiedersehen. Ist Post für mich dabei? Heute etwas weniger, Madame. Für mich auch, Marie? Heute etwas mehr, Monsieur. Oh, danke. Madame, ich bin ein Mann reifen Alters, bin aber innerlich jung geblieben. Zwar habe ich noch niemals Beziehung mit einer Person weiblichen Geschlechts gehabt, doch reizt es mich, diese Erfahrung zu machen. Grässlich. Junge Frau von vulkanischem Temperament. Oh Gott. Ich habe bis gestern 130 Antworten bekommen, von heute ganz zu schweigen. Und du? Keine Ahnung, ich hatte bisher gar keine Zeit, sie zu zählen. Ich bin so froh, dass du mir hilfst, keine Dummheiten zu machen. Ich kann mich doch auf dich verlassen. Na klar. Mein Nachfolger soll mir doch wenigstens sympathisch sein. Du, das wird fantastisch. Wir werden so viel wie möglich zusammen sein. Drei unzertrennliche Freunde. Vier. Wieso vier? Mit meiner Frau vier. Ach so. Ja? Ja. Also, weißt du, wenn du nicht mehr heiraten möchtest, ich hätte vollstes Verständnis. Doch, doch. Ich möchte aber. Die Wette gilt immer noch. Wer zuerst unter der Haube ist, hat gewonnen. Ja, liebst du mich denn gar nicht mehr? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich diese letzten Tage noch so viel wie möglich mit dir zusammen sein möchte. Oh, Gott sei Dank. Jetzt, wo ich weiß, dass du mich doch noch ein bisschen liebst, fällt mir die Trennung gleich viel leichter. Sag mal, bist du sicher, dass du ganz normal bist? Und du? Bist du sicher, dass du mich auch wirklich geliebt hast? Nicht geliebt. Angebetet. Ich habe dich angebetet. Du, wenn man messen könnte, wie sehr man geliebt wird, dann könntest du wirklich stolz sein. Und wenn man die Liebe auf einer Bank deponieren könnte, und ich hätte das getan damals, als in ihrem vollen Glanz erstrahlte, von den Zinsen allein könntest du den Rest deiner Tage sehr gut leben, ohne einen einzigen Liebhaber. Ich werde dich nicht fragen, ob du mich geliebt hast. Wenn du ja sagst, dann bin ich ganz einfach enttäuscht, dass es so enden musste. Und wenn du nein sagst, dann glaube ich es dir nicht. Vielleicht aus Eitelkeit, vielleicht auch nur, um nicht traurig zu sein. Michel, lass uns davon aufhören, hm? Mhm. Machen wir weiter wie verabredet. Einverstanden? Einverstanden. Oh. Was ist denn? Der ist ja fast nackt. Der ist ganz nackt. Ach ja? Niedlich. Bereust du es schon? Oh, Leila. Ich habe auch ein Foto. Ja? Mhm. Eine Blondine. Und sie schreibt, sie hat 500.000 Francs mit Gift. Im Ernst? Oh, bei der Figur würde es auch mit weniger nehmen. Zeig mal. Nein, nein, nein. Könnte es Komplexe kriegen. Entzückend. Sieht aus wie Mae West. Hm. Eher wie die Mutter von Mae West, na, hä? Na. Oh. Hör dir das an. Na komm, jetzt lass mir erstmal meine Briefe lesen. Ach, bitte diesen hier noch. Der ist wirklich toll. Pass auf. Bin sehr wohlhabend, 36 Jahre alt, von angenehmem Äußeren. Suche eine liebevolle Gefährtin. Besonders, wenn Sie schon Enttäuschungen erlebt haben, Madame. Ich werde dann alles dran setzen, Sie zu trösten. Ich werde Ihnen helfen, die Lieblosigkeit gewisser Männer zu vergessen.
Auf ein Zeichen von Ihnen eile ich in Ihre Arme. Na, dann gib das Zeichen, dass sie eine Perle erwischt. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist denn? Unterschrift, Ihre Yvonne. Ja, wenn du dich an solchen Kleinigkeiten stößt. Na, sowas. Das ist der Zug der Zeit, meine Liebe. Aber nein, jetzt rede ich doch von dem hier, Dominique. Du komm mir bloß nicht wieder mit Dominique. Wahrscheinlich korrespondierst du jetzt auch noch mit ihr. Aber so schau doch. Bezug nehmend auf Ihre Anzeige, ne? Das ist eine Antwort, wie jede andere. Sieh dir doch die Adresse an. Ah, gleich nebenan. Ja, aber die Telefonnummer, die Unterschrift. Die Unterschrift, Hubert Dominique. Hubert Dominique, das ist doch der Herr, mit dem ich telefoniert habe, nicht? Na, dem wirst du wohl als Erstem schreiben. Bestimmt. Besonders, da er sehr gut aussieht. Ein bisschen wie Rudolf Valentino, findest du nicht? Mhm. Na, den sehe ich anders. Den schickt mir bestimmt Dominique von da oben. Danke. Monsieur, am Bay ein Foto meiner Tochter. Sie ist 25 und hat schon mehrere Schönheitskonkurrenzen gewonnen. Hey, nicht übel. Sie werden das bekommen, was Sie sich wünschen. Bitte machen Sie ihr klar, dass auch Ihre Mutter ein Recht auf Glück hat. Ich hoffe, Sie werden ihr ein guter Vater sein. Vielen Dank. Sachen gibt's. Er kommt. Wer kommt? Na, Hubert Dominique, ich habe ihn soeben angerufen. Ja, bist du wahnsinnig per Telefon? Was für einen Eindruck macht das? Als ob du dich ihm an den Hals wirfst. Ist ihm schon über mich gekommen. Ja, und wann will er kommen? Gleich. Er muss ja nur über die Straße gehen. Na herrlich, wir sind doch gar nicht vorbereitet, ihn zu empfangen. Wieso? Ich muss mich nur ein bisschen zurecht machen und ein kleines Kleidchen überziehen. Was denn? Du willst mich 2 Stunden mit ihm allein lassen? Du wirst immer witziger. Marie? Marie? Bitte, Monsieur. Machen Sie bitte das in Ordnung, Marie. Wir erwarten einen Herrn. Ja, werde ich mir auch mal ein kleines Kleidchen überziehen. Guten Tag, Monsieur. Guten Tag, Mademoiselle. Madame Lenotre erwartet mich. Bitte. Wenn Sie sich bitte hier herein bemühen. Bitte warten Sie einen Augenblick. Ich sage Madame Bescheid. Danke. Madame, der Herr ist gekommen. Madame kommt in 5 Minuten. Sie möchten bitte Platz. Ja. Ja, Augenblick noch. Wie ist die Dame des Hauses eigentlich? Monsieur, sprechen von Madame? Ja. Und um mit Madame zu sprechen, möchten Monsieur, dass ich zuerst über Madame spreche? Bitte. Ja, ja. Was, ja, ja? Dafür kann ich Ihnen nicht mehr sagen. Sie sind aber ganz schön teuer. Das liegt an der Gegend hier. Na schön. Tja. Das haben Sie schon mal gesagt. Ja, aber jetzt geht's weiter. Hoffentlich. Also? Also, sie ist sehr sympathisch. Sympathisch, sympathisch. Ich rede von ihrem Aussehen. Ach so. Ja. Darüber kann ich Ihnen leider gar nichts sagen. Also, das ist ja Wucher. Ich kann Ihnen trotzdem nichts sagen. Na, hören Sie. Aber nein, Monsieur, nicht deshalb. Ich kann Ihnen nichts über Ihr Aussehen sagen, weil ich vielleicht einen anderen Geschmack habe als Sie. Für das Geld können Sie mir wenigstens sagen, wie sie Ihnen gefällt. Ne? Fragen Sie doch lieber Monsieur. Der wird sich sicher freuen, wenn er hört, wie Sie sich für das Aussehen von Madame interessieren. Monsieur? Was für ein Monsieur? Michel Lenotre. Michel Lenotre? Oh, pardon. Entschuldigen Sie. Sie interessieren sich also für das Aussehen meiner Schwester. Was, Schwester? Lassen Sie nicht aufhalten, Marie. Ja, Monsieur. Seine Schwester. Ja, sowas. Also, Sie sind Ihr Bruder. Hm. Wundervoll. Naja, ich sehe vielleicht nicht ganz schlecht aus, aber wundervoll. Nein, ich meine wundervoll, dass sich alles so aufgeklärt hat. Am Telefon hat sie nämlich nichts von einem Bruder erwähnt, also hielt ich sie einen Augenblick lang für ihren Gatten. Mit wem habe ich das Vergnügen? Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Hubert Dominique Duvalier de Marignan. Sie sehen mich tief beeindruckt. Bitte nehmen Sie Platz. Tja, meine Schwester hat schon mehrere Anzeigen in entsprechenden Zeitungen aufgegeben, um den Mann fürs Leben zu finden. Aber
Bisher hat sie noch keinem gefallen. Sie gefällt mir. Sie gefällt mir ganz bestimmt. Wie wollen Sie das wissen, Monsieur? Sie haben meine Schwester ja noch gar nicht gesehen. Ach, ich verlasse mich da ganz auf meinen Instinkt. Naja, so ganz nun auch wieder nicht. Denn als ich vorhin herunterkam, waren Sie doch gerade dabei, Marie über das Aussehen meiner Schwester auszuhorchen. Ach, ein bisschen Konversation, um über die Wartezeit hinwegzukommen. Und dabei ein bisschen in Ihre finanziellen Verhältnisse hineinzukommen. Aber nein, nein, dafür habe ich mich bestimmt nicht interessiert. Ach, wissen Sie, Messieurs. Aber nein, ich verstehe vollkommen, vollkommen. Aber ich versichere Ihnen, Monsieur, dass das große Vermögen Ihrer Schwester nicht, aber absolut nicht der Grund meines Besuchs ist. Nein, es war Ihre Stimme am Telefon, die es mir angetan hat. Wenn Ihr Gesicht auch nur halb so reizend ist wie Ihre Stimme, werde ich der glücklichste Mann der Welt sein. Wenn nicht, werde ich es Ihnen offen sagen und Sie werden nie wieder von mir hören. Hoffentlich. Pardon? Ich meine, hoffentlich gefällt sie Ihnen und Sie gefallen ihr. Dann bin ich sie endlich los. Aber am Telefon erschien sie mir so sanft, so zart, so schlicht. Ja, 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 am Telefon, da ist sie von einer Sanftheit, einer Zartheit. Wenn sie doch bloß nie auflegen würde. Und was die Schlichtheit betrifft, urteilen Sie doch bitte selbst. Meine Liebe, das ist Monsieur Hubert Dominique Duvalier de Marigny. Ja. Bitte? Ja, de Marigny. Ja. Komm mir vor wie im Kino. Biet den Platz an. Schnaps? Platz. Platz. Bitte. Nehmen Sie Platz. Ich nehme an, Sie haben sich schon mit meinem Bruder Max Michel unterhalten. Ja, ja, ich hatte das Vergnügen, ja. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn tun würde. Lauter Dummheiten vermutlich. Ja, so ist es. Aber mit mir kann hier gar nichts passieren. Ich berate Sie, ich führe Sie. Schließlich kennen wir uns ja auch schon 5 Jahre. Sie kennen Ihre Schwester erst 5 Jahre? Ja, natürlich. Natürlich nicht, meine Schwester, war sie schon immer, aber wir hatten nämlich sehr strenge Eltern. Sie ist im Kloster erzogen worden. Oh. Ja, sie sollte schon ihr Gelübde ablegen, aber im letzten Moment habe ich sie aus diesem Gefängnis befreit. Oh, ist ja richtig romantisch. Und wir schlugen uns in die Wälder und dort warteten wir dann in aller Ruhe die Volljährigkeit meiner Schwester ab. Im Wald haben Sie die Volljährigkeit Ihrer Schwester abgewartet? Ja, ja. Ich hatte sie um 2 Uhr morgens entführt und um 2:30 wurde sie volljährig. Das konnten wir ja ganz gut abwarten. Mein Kleines. Ach nein, na, guck, schauen Sie, wie erschüttert sie noch immer ist. Ich brachte sie dann zu unseren Eltern zurück und die beschlossen sie mir, für ihr weiteres Leben anzuvertrauen. Monsieur, jetzt wissen Sie alles. Mein Gott, wie rührend. Sie werden es also verstehen, dass ich sie nicht dem Erstbesten anvertrauen kann. Aber ja, verstehe ich vollkommen. Darf ich mir unter diesen Umständen die Frage erlauben, Monsieur, wie Sie den Lebensunterhalt meiner Schwester zu bestreiten gedenken? Was für ein Einkommen haben Sie? Ich lebe von einer Rente. Aus einer Fabrik. Ah ja. Und was für eine Fabrik ist das? Eine Fabrik zur Verwertung von Küchenmüll. Wie bitte? Küchenmüll. Ah ja. Entzückend, das ist ja ganz entzückend. Ah ja, das nun gerade nicht. Und was machen Sie in dieser Fabrik? Entschuldigen Sie meine Indiskretion. Sind Sie Inhaber? Aktionär? Müllfahrer? Nein, das nicht. Es ist nämlich so, die Fabrik gehört meiner ersten Frau. Ja, und? Von ihr bekomme ich eine Rente. Ah. Es kann natürlich sein, dass die Rente gekürzt wird, wenn ich mich wieder verheirate. Oh. Oder ganz gestrichen. Ei. Ja, aber das spielt ja zum Glück keine Rolle, da ihre Schwester ein großes Vermögen hat. Ich werde einfach ihr Kapital arbeiten lassen. Oh, wie praktisch. Ich
bin nämlich ein sehr guter Geschäftsmann, wenn ich genug Geld habe. Zurzeit befasse ich mich mit einem ganz großen Projekt, für das ich höchstens so 18 bis 20 Millionen brauche. Das ist ja kaum der Rede wert. Nicht wahr, ja. Dank meiner Beziehungen kann ich nämlich den größten Teil der Jagdreviere in der Sologne erwerben. Ich werde ein Vermögen herausschlagen, werde Safaris veranstalten, Großjagden. Auf Spatzen oder auf Krähen? Wie meinen Sie? Die Idee ist doch gut. Fabelhaft. Ich frage mich bloß, wo man diese vielen Spatzen herbekommt, falls die Heirat zustande kommt. Wieso, falls die Heirat zustande kommt? Von mir aus ist die Sache perfekt. Ja, aber von mir aus nicht, Monsieur. Sie werden erlauben, dass ich mir die Zeit nehme, das Für und das Wider in Ruhe abzuwägen. Selbstverständlich, Monsieur. Ganz wie Sie wünschen. Ja. Meine Karte. Hubert Moreau. Oh, pardon. De Marignan. Guten Abend. Darf ich Ihnen nur noch sagen, dass meine Gefühle für Sie. Ich bin ja nur gekommen, weil sie mich angerufen hat. Und Ihre Stimme. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Schreiben Sie es. Das ist eine gute Idee. Danke. Marie? Monsieur? Ja, das war's wohl. Hat er dir nicht gefallen? Na, ich muss sagen, ich zweifle etwas an seinem Verstand und sehr an seiner Ehrlichkeit. Ach, schade, mir hat er eigentlich sehr gut gefallen. Oh. Außerdem hatte ich noch nie was mit dem Jäger zu tun. Ja? Kennst du jetzt wenigstens einen Mitgiftjäger? Mhm. Nein, nein, ich glaube, wir überlassen das Ganze dem Zufall. Aber wie? Ganz einfach. Du! Ziehst aus deinen Stoßbriefe einfach einen heraus. Ich nehme einen von meinen. Auf gut Glück. Auf gut Glück? Ja, warum nicht? Ist vielleicht gar nicht so dumm. Wir drehen uns um und greifen zu. Klar? Klar. Also, los. Ich hab meinen. Ich auch. Nicht übel. Auch nicht schlecht. Zeig doch mal. Na ja. Nach dem Foto? Also, einverstanden? Einverstanden. Gut. Dann bestelle ich Sie beide für Sonnabend her. Sagen wir, deinen um 15 Uhr, meine um 17 Uhr. Voilà, die Würfel sind gefallen. Am Sonnabend ist vielleicht einer von uns beiden schon glücklich. Vielleicht auch beide. Na, 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 komm, wir wollen nicht übertreiben. Wenn es mit einem von uns klappt, können wir doch schon ganz zufrieden sein. Und der andere... Keine Angst, mein Liebling. Dich bringen wir dann auch noch unter die Haube. Guten Tag, Madame. Guten Tag. Ich möchte gerne zu Monsieur Michel... Lenotre. Ja. Ja, da sind Sie richtig. Bitte. Wenn Sie sich bitte hier herein bemühen möchten. Monsieur ist nicht da, aber wenn Sie mit ihm verabredet sind, wird er bestimmt gleich kommen. Er hat nämlich gesagt, ich erwarte eine Dame und sollte ich mich etwas verspäten, soll sie sich ganz wie zu Hause fühlen. Ja. Ah ja, hier ist die Bar, Madame. Bitte fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Danke. Guten Tag, Monsieur. Guten Tag. Ich möchte gern zu Madame Cécile... Lenotre. Stimmt. Ja, da sind Sie hier richtig. Wenn Sie sich bitte hier herein bemühen wollen. Madame ist nicht da, aber wenn Sie mit ihr verabredet sind, wird sie bestimmt gleich kommen. Sie hat nämlich gesagt... Ach, was hat sie denn zu mir gesagt? Ah ja. Wenn ein Herr nach mir fragt und ich bin auch nicht da, führen Sie ihn in den Salon und sagen Sie ihm, er soll sich ganz wie zu Hause fühlen. Hier ist die Bar und... Die Dame? Ach, sie ist ja gar nicht da. Ja, ja, das haben Sie schon gesagt. Ja, aber... Ich werde hier warten. Musik
entschuldigen Sie. Aber ich bitte Sie. Ich bin entzückt, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ganz meinerseits. Ist eine etwas heikle Situation, nicht? Ja. Ziemlich. Sehr enttäuscht? Aber nein. Ich hatte sie mir ganz ähnlich vorgestellt. Und Sie? Meine kühnsten Erwartungen werden weit übertroffen. Sie sind sehr liebenswürdig. Ja. Ich habe plötzlich Angst vor der eigenen Courage. Sich mit einem Mann zu treffen, den man gar nicht kennt. Ja, jetzt ist es passiert. Wir haben uns kennengelernt. Stellen Sie sich vor, vor einer halben Stunde wären wir auf der Straße aneinander vorbeigegangen, ohne uns womöglich zu beachten. Eben. Oh, pardon. Möchten Sie etwas trinken? Nein, danke. Das Haus gefällt mir sehr. Ja, mir auch. Sie sind entzückend. Möchten Sie wirklich nichts trinken? Also gut, meinetwegen. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Aber bitte. Wie kommt es, dass eine so reizvolle Frau wie Sie auf diesem Wege einen Partner sucht? Sie können sich doch sicher vor Anbetern nicht retten. Anbetern? Nun ja. Wissen Sie, an Anbetern liegt mir nicht viel. Ich suche einen Mann mit Herz und Charakter. Einen Mann, der wirklich ernste Absichten hat. Die meisten Männer, die man kennenlernt, wollen sowieso nicht heiraten. Oh, pardon. Entschuldigung. Danke. Die wollen entweder nur das eine, oder man gefällt ihnen überhaupt nicht. Und außerdem ist Heirat noch gar nicht mehr modern. Ich bin dann noch von der alten Schule. Es muss eine junge, alte Schule gewesen sein. Täuschen Sie sich nicht? Ich war schon einmal verheiratet. Ein Glück für mich, dass Sie es nicht mehr sind. Der Garten ist herrlich. Ja. Die Rosen. Bezaubernd. Ja. Sind das Baccarat? Ich weiß nicht. Wollen wir Sie fragen? Cecile! Cecile! Auch noch nicht da. Marie, hat dein Herr nach mir gefragt? Ja, Madame. Ich habe ihn in den Salon geführt. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Ach, du bist es. Ist niemand da? Doch. Ich? Ist er nicht da? Wie du siehst. Ach, das ist ja allerhand. Er wird doch nicht wieder weggegangen sein. Ein Mann, der nicht bei 5 Minuten auf eine Frau warten kann, ist doch nicht normal. Vielleicht ist er gar nicht gekommen. Oh. Marie! Oder er hat sich die Sache anders überlegt und wieder verdrückt. Monsieur? Marie, ist während unserer Abwesenheit niemand gekommen? Doch, ich habe einen Herrn und eine Dame in den Salon geführt. Hm. Ach nein, zuerst die Dame. Damen immer zuerst. Und wo sind Sie jetzt? Ich weiß nicht. Ich habe Sie hier hereingeführt. Sind Sie wieder weggegangen? Das glaube ich nicht. Ich habe Sie jedenfalls nicht weggehen sehen. Vielleicht sind Sie im Garten. Im Garten? So ein Blödsinn. Michel, guck mal! Sie sind im Garten! Na bitte! Ah, scheint ja eine sehr schöne Frau zu sein. Woher willst du denn das wissen? Sie drehen uns doch den Rücken zu. Überhaupt, wieso sind beide da? Ich denke, du hast sie 2 Stunden später bestellt. Ah ja? Da muss ich mich wohl geirrt haben. Oder er ist zu spät und sie ist zu früh gekommen. Naja,
Ich werde mich jetzt noch ein bisschen hübsch machen. Ja, und ich werde mich ein bisschen derangieren. Sonst fällt sie mir gleich um den Hals. Also, Sie sind das gar nicht. Nein, ich bin es nicht. So viel ich verstehe, sind Sie es auch nicht. Ja, und ich war der Meinung, mir Ihren Garten anzusehen. Und ich den Ihren. Aber wo sind denn nun eigentlich diese Leute, die uns herbestellt haben? Was soll das alles? Ach, da sind Sie ja. Monsieur und Madame suchen Sie schon. Monsieur? Und Madame? Na ja, meine Herrschaft. Was? Ihre Herrschaft ist ein Paar? Na klar. Sind Sie sicher? Es sieht jedenfalls so aus. Was soll das Ganze bedeuten? Am besten fragen Sie sie selbst. Moment mal. Ich will ja nicht neugierig sein, aber sind Sie vielleicht zufällig Dominique? Wer ist denn Dominique? Ah, die verstorbene Freundin von Madame. Was reden Sie da? Wissen Sie, Madame telefoniert immer nur mit ihr. Gesehen habe ich sie ja noch nie. Darum dachte ich einen Augenblick, Sie wären es. Was erzählen Sie denn da für einen Unsinn? Ach ja, an die Geschichte mit der Freundin, die gestorben ist, glaube ich überhaupt nicht. Ich bin sicher, Madame sagt das nur, um Monsieur zu ärgern. Ich glaube, diese Dominique ist gar nicht tot. Und als ich sie sah, dachte ich gleich, sieh mal an, das ist sie. Denn so ungefähr sehe ich sie. Das heißt, ich sehe sie ja nicht wirklich, aber jetzt, wo ich sie sehe, können Sie mir folgen? Nicht so ganz. Dann habe ich mich vielleicht nicht deutlich genug ausgedrückt. Na egal. Hauptsache, Sie sind nicht Dominique. Denn wenn Dominique wirklich tot ist, da möchte ich ja nicht an Ihrer Stelle sein. Ich meine, an Ihrer Stelle. Oder doch an Ihrer? Na egal, ich sage Ihnen... Also ich an Ihrer Stelle würde uns jetzt lieber sagen, wo Ihre Herrschaft ist. Aha, Sie glauben wohl, ich habe nicht alle Tasten im Schrank. Gut, gut, ich hole Sie. Aber wenn Sie 5 Minuten mit denen gesprochen haben, dann werden Sie schon sehen, wer hier im Haus einzig Normale ist. Wo sind wir da bloß hineingeraten? Glauben Sie nicht, es ist besser, wir verschwinden einfach? Ja, das wäre zu spät. Ah, da sind Sie ja. Michel Lenotre? France Lenoble. Cécile Lenotre. Pierre Thomas. Bitte nehmen Sie Platz. Augenblick, bitte. Sind Sie wirklich Monsieur und Madame Lenotre? Aber ja. Also doch. Wozu haben Sie uns beide hier bestellt? Wenn Sie auf Partnertausch aus sind, dann erlauben Sie mir, dass ich mich schleunigst zurückziehe. Da muss wohl ein Missverständnis vorliegen. Auch ich darf mich verabschieden. Ich kann mich Madames Worten nur anschließen. Was haben die denn? Verstehst du das? Ja, dann werden wir gleich haben. Moment, bitte. Sie haben beide je einen Brief mit dem gleichen Absender bekommen, nicht wahr? Madame, einen Brief von mir und Monsieur einen von meiner Schwester. Sehen Sie, so einfach ist das. Ach. Wir haben nämlich beschlossen, uns gleichzeitig wieder zu verheiraten, meine Schwester und ich. Eine Doppelhochzeit. Ach, das jetzt verstehe. Ja, und verzeihen Sie auch das kleine Versehen, dass Sie beide für dieselbe Uhrzeit eingeladen wurden, was ganz allein meine Schuld ist. Ja, und auch, dass wir uns etwas verspätet haben. Ja, und entschuldigen Sie bitte meine Reaktion. Ich hatte mir die Sache falsch zusammengereimt. Ich muss Ihnen wirklich sehr dumm vorgekommen sein. Man kommt ja manchmal nicht auf die einfachsten Erklärungen. Aber ich bitte Sie, reden wir doch nicht mehr davon. Ihre Reaktion ist ja ganz verständlich und macht Ihnen auch alle Ehre. Tja, wenn also niemand mehr beleidigt ist, kommen Sie, Monsieur. Ich werde Ihnen das Haus zeigen. Hm? Ja, geh nur. Geh nur, kleine Schwester. Geh in Frieden. Kommen Sie. Etwas turbulent, unser erstes Zusammentreffen, nicht? Ja. Umso größer das Vergnügen, wenn wir uns später daran erinnern. Ja, vielleicht. Na, bestimmt. Erinnerst du dich noch an unser erstes Zusammentreffen, werden Sie sagen, als ich dich für den Mann deiner Schwester gehalten habe? Und ich werde sagen, als ich dich gesehen habe, Sie erlauben doch, dass ich Sie in meiner Zukunft duze. Aber bitte. Ich werde also sagen, Liebling, als ich dich mit diesem hübschen jungen Mann gesehen habe, da war ich fest überzeugt, dass ihr zusammengehört. Warum? Weil sie ein sehr schönes Paar waren. Ja, er sieht wirklich sehr gut aus.
Sie sind entzückend. Sie schmeicheln mir. Das sollten Sie nicht tun. Warum nicht? Wie soll ich Ihnen das erklären? Sie sind mir sehr sympathisch. Aber ich komme mir etwas überrumpelt vor. Und ich weiß nicht, ob ich mich dagegen wehren oder einfach treiben lassen soll. Alles geht so schnell und ich gebe zu, ich bin ein bisschen altmodisch. Aber ich verlange noch nichts weiter als die Möglichkeit, Sie etwas besser kennenlernen zu dürfen. Ist doch ein Jammer um all die Blumen, die ich Ihnen noch nicht schenken konnte. Um all die Worte, die ich Ihnen nicht gesagt habe. Ich möchte völlig neue Worte erfinden. Worte, die Ihnen noch niemand gesagt hat. Sie sind sehr nett. Nein, nein, nein. Ich bin ein bisschen dumm. So, da sind wir wieder. Ich habe ihm alles gezeigt. Wir nennen uns beim Vornamen und verstehen uns prächtig. Höchste Zeit, dass ihr zurückkommt. Ja? Warum? Weil oh, nichts. Wir haben uns bloß gerade gefragt, wo ihr so lange bleibt. Ach so. Ja. Also ich habe jetzt noch ein paar Besorgungen zu machen. Pierre wird mich begleiten. Ich bin sicher, er hat einen ausgezeichneten Geschmack. Einverstanden? Oh, ja, ja, ja. Nur... Nun kommen Sie, seien Sie nicht so schüchtern. Wir haben uns ja noch gar nicht richtig kennengelernt. Ja, ich werde jetzt auch nach Hause fahren. Was denn schon? Ja, ich bin ein bisschen durcheinander. Und auch müde. Hören Sie zu. Ich habe eine Idee. Warum verbringen Sie nicht beide das Wochenende hier bei uns? Wir haben festgestellt, dass wir einander sympathisch sind. Jetzt müssen wir uns ein bisschen näher kennenlernen. Sie sind sehr freundlich, aber ich habe auch gar nichts dabei. Na, hören Sie, das ist doch nun wirklich kein Problem. Sie fahren nach Hause, holen Ihre Sachen und sind zum Abendessen zurück. Monsieur Lenotre hat recht. Das wäre doch wirklich eine gute Gelegenheit, unsere Bekanntschaft zu vertiefen. Michel, du hast immer so wunderbare Einfälle. Oh, bitte sagen Sie ja. Also, wenn Madame einverstanden ist, ich bin es gern. Bitte. Wenn Sie Nein sagen, fällt alles ins Wasser. Also, wenn Sie mich alle so nett darum bitten, dann kann ich ja nicht Nein sagen. Wunderbar. Bravo. Ach, das ist schön. Auch Schwager und Schwägerin müssen sich ja gut verstehen. So langsam finde ich Geschmack an dem Spiel. Dabei habe ich bisher noch nie daran gedacht, Cécile zu betrügen. Ich glaube, ich habe einen tollen Fang gemacht. Dieser Pierre könnte meine nächste, erste große Liebe werden. Cécile ist sehr schön. Aber France? Pierre oder Michel? Sie gefallen mir alle beide. Ja, habe ich jetzt richtig verstanden? Ihre Schwester war überhaupt noch nicht verheiratet. Doch, doch. Oh, doch, doch. Ja, aber das ist ein Familiengeheimnis. Ich darf Ihnen nicht verraten, mit wem. Ja, gut, gut, gut. Soll ich uns jetzt Kaffee machen? Möchtest du? Nein, nein, danke. Für mich nicht. Pierre? Nein, für mich auch nicht. Vielen Dank. France? Nein, danke. Ich kann sonst nicht einschlafen. France, wenn Sie schwer einschlafen können, haben Sie keine Hände. Trinken Sie noch ein Glas im Salon oder gehen Sie im Garten spazieren. Fühlen sich ganz wie zu Hause. Das ist sehr nett von Ihnen, dass Sie uns wie alte Freunde behandeln. France, warum haben Sie gesagt, Sie wären verheiratet gewesen? Sie waren es doch gar nicht. Weil... Wieso haben Sie das erraten? Sie haben mich einfach nicht überzeugt. Für eine geschiedene Frau sind Sie viel zu schüchtern. Und dann, Sie erröten so leicht, wenn man Ihnen in die Augen schaut. Sie waren gar nicht verheiratet? Nein. Warum haben Sie es gesagt? Ich dachte, das ist... Naja, man nimmt mich dann vielleicht ernster. Sie ist lieb, ha? Sie hätte ja auch sagen können, dass sie Witwe ist. Aber sie wollte ihren Mann nicht einfach umbringen. Also ich war wirklich nicht verheiratet. Ich habe auf diese Anzeige geantwortet, wie man bei einem Preisausschreiben mitmacht. Ich hätte mich ja jederzeit zurückziehen können, wenn mir die Dame nicht gefallen hätte. Dass Sie trotzdem immer noch hier sind, ist ein Kompliment, nicht wahr? Also ich finde Sie, wirklich... Ja, da meine Schwester offensichtlich keine Worte findet, schlage ich vor, wir gehen jetzt schlafen. Der Tag hat es in sich und morgen sind wir dann alle wieder in Höchstform. Gute Idee. Also, gute Nacht, Franz. Gute Nacht, Michel. Gute Nacht, kleine Schwester. Gute Nacht, großer Bruder. Pierre, Nacht.
Gute Nacht. Ich glaube, ich mache noch einen kleinen Spaziergang durch den Garten. Wenn Sie erlauben. Na, ich erlaube nicht nur, ich komme sogar mit, wenn Sie erlauben. Meine Damen, meine Verehrung. Gute Nacht, Franz. Gute Nacht, Cécile. Kommen Sie, mein Lieber. Gute Nacht. Ich werde Ihnen eine Blume zeigen, die nur nachts und nur für eine Stunde erblüht. Tch. Die nur nachts und nur für eine Stunde blüht. Dass wir 24 Stunden am Tag für Sie erblühen, das interessiert Sie gar nicht. Was wollen Sie? So sind die Männer. Franz? Ja? Was halten Sie von Michel? Ich finde ihn sehr nett. Und sonst? Sehr sympathisch. Ja. Und sonst? Manchmal hat er etwas Kindliches an sich, das sehr rührend wirkt. Ich finde es sehr schön, wenn man sich als Erwachsener den Charme des Kindes erhalten kann. Ja, sicher. Und ich? Finden Sie, dass ich reifer wirke als er? Lieber Gott, nein. Sie wirken noch viel kindlicher. Das liegt sicher daran, dass wir uns ständig in den Haaren liegen. Ich glaube, wir sind wirklich als Bruder und Schwester gedacht. Das ist die Tragödie. Ja, aber Sie sind doch Bruder und Schwester. Ja, sicher. Aber wissen Sie, ich brauche jemanden, der stärker ist als ich. Eine Schulter, an die ich mich anlehne. Das können Sie sicher bei Ihrem Mann finden. Sie können ja nicht alles von Ihrem Bruder erwarten. Ja, Sie haben recht. Also Sie meinen, Michel mit seinem kindlichen Gemüt und Sie mit Ihrer, na sagen wir, mit Ihrem gesunden Menschenverstand. Sie meinen also, dass Sie sich gut verstehen würden? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich kenne ihn ja viel zu kurz. Wenn ich Sie fragen würde, was Sie von Pierre halten, was würden Sie sagen? Dass er mir sehr gefällt. Wirklich? Finde ihn sehr anziehend. So, dass Sie nicht abgeneigt wären, ihn zu heiraten. Abgeneigt? Aber nein, im Gegenteil. Glauben Sie, dass er mich fragen wird? Sicher. Sie gefallen ihm ja offensichtlich. Ja, das stimmt. Er hat eine Art, mich anzusehen. Hulala. So? Haben Sie das nicht bemerkt? Bei Tisch hat er gar nicht gewagt, mich anzusehen. Darum hat er immer nur zu Ihnen gesprochen. Sicher ist er sehr schüchtern. Ja, bestimmt. Na, wir werden ja sehen. Jetzt wollen wir erstmal die ganze Sache überschlafen. Hm? Kommen Sie. Sie können sich vorstellen, was das für ein Spaß war. Sagen Sie, Pierre. Pierre, ganz unter uns. Wie gefällt dir meine Schwester? Sie ist reizend und sehr reizend. Ja, ich meine nur, glauben Sie, dass ich zwischen Ihnen... Oh, das ist wirklich schwer zu sagen. Wir kennen uns noch nicht lange genug und sie hat mich ja kaum... Na, was verlangen Sie eigentlich noch? Während des ganzen Abendessens hat sie sie nicht aus den Augen lassen. Die hat die Worte buchstäblich von ihren Lippen getrunken. Was sie auch sagten, alles fand sie wahnsinnig komisch. Das war doch schon fast peinlich. Das scheint Ihnen nicht recht zu sein, dass Ihre Schwester sich für mich interessiert. Nein, ganz und gar nicht. Pardon? Nein, ich meine, ich habe ganz und gar nichts dagegen. Je schneller sie verheiratet ist, umso besser. Hm? Denn unter uns gesagt... Aber ganz unter uns, die ist nicht einfach. Ah ja? Sie werden doch selber drauf kommen, wenn Sie sie erst nie erkennen. Ich möchte sie natürlich nicht schlecht machen, aber ich mag sie. Und ich will nicht, dass Sie mir dann hinterher Vorwürfe machen, wenn Sie wirklich... Aber das ist ja, vielen Dank, aber es ist ja noch gar nichts entschieden. Ja, Gott sei Dank. Und Sie? Sie und Franz, wie steht's denn da? Ja, das ist... Wirklich schwer zu sagen. Gefällt sie Ihnen nicht? Doch, sehr sogar. Aber da ist Cécile, Sie verstehen. Keineswegs. Wo ist da ein Zusammenhang? Ein Zusammenhang? Ich liebe Cécile. Sie, pardon? Ich liebe es. Meine Schwester. Ich liebe meine Schwester. Was ist daran so Besonderes, wenn ich meine Schwester liebe? Gar nichts, gar nichts. Aber auch wenn Sie Ihre Schwester lieben, deshalb könnten Sie doch Franz heiraten. Nein. Ja, schon. Aber was soll dann aus meiner armen Schwester werden, wenn Sie sie nicht heiraten? Die war noch nie von mir getrennt. Ich habe ganz einfach Angst, sie allein zu lassen. Na, eben haben Sie doch gesagt, Sie wären froh, wenn Sie sie loswerden. Ja, sicher. Aber ich frage mich, wie würde sie meine Heirat aufnehmen? Ich würde mich freuen, liebster Bruder. Ich denke, du liegst längst im Bett. Ich habe mich noch ein bisschen mit Franz unterhalten. Und wenn du erlaubst, möchte ich jetzt dasselbe mit Pierre tun. Kommen Sie, Pierre. Nein. Du gehst schlafen. Du, wenn du hier herummaulst, gehen wir eben nach oben. Gute Nacht. Gute Nacht, großer Bruder.
Gute Nacht, kleine Schwester. Was findet sie bloß an ihm? Naja, er ist sehr, sehr ziemlich gewöhnlicher Knabe. Naja, sieht sehr gut aus. Da muss sofort die Bremse angezogen werden. Ich muss etwas unternehmen. Dominique. Hubert Dominique Duvalier de Marigny. Ja. Was machen Sie hier? Das gleiche wie Sie. Ich konnte nicht schlafen. Ich auch nicht. Ich dachte, vielleicht hilft es, wenn ich noch einen kleinen Schlummertrunk nehme. Ich auch. Es ist schwül heute Abend, nicht? Sehr schwül. Tja. Ich werde jetzt schlafen gehen. Nein. Bitte? Das dürfen Sie mir nicht antun. Wo ich mich mit aller Kraft darauf konzentriert habe, Sie hierher zu wünschen. Jetzt, wo Sie wirklich gekommen sind, müssen Sie bleiben und mich anhören. Ich glaube, Sie träumen. Ja, vielleicht. Nein, bestimmt sogar. Trotzdem, bitte setzen Sie sich. Aber nein, ich gehe jetzt schlafen. Und glauben Sie nur nicht, dass Sie irgendetwas mit meinem Kommen zu tun haben. Ich glaube nicht an Telepathie. Oh, Sie sind also ganz von selbst gekommen. Ja. Umso besser. Wieso? Ja, ich glaube nicht, dass Sie nur aufgestanden sind, um etwas zu trinken. Sie sind hier, weil Sie hofften, hier jemanden zu treffen, genau wie ich. Und ich bin so kühn zu glauben, dass dieser jemand ich bin. Aber Sie sind doch nicht der einzige Mann im Haus. Sie sind eine entzückende Lügnerin. Sagen Sie mir die Wahrheit. Was nützt Ihnen die Wahrheit einer Lügnerin? Ich glaube alles, was Sie wollen. Ehrlich. Es war nicht Monsieur Le Notre, den Sie hier treffen wollten. Vielleicht nicht. Ach, wunderbar! Aber das heißt doch... Hurra, ich liebe Sie! Schon? Sie kennen mich seit ein paar Stunden und Sie lieben mich? Wer zählt schon die Stunden, wenn er liebt? Und ich liebe Sie von der ersten Minute an. Psst. Nicht so laut. Gut. Dann lassen Sie mich näher kommen. Damit ich es Ihnen ganz leise sagen kann. Sie sind wirklich komplett verrückt. Ja, das ist wahr. Aber Sie wissen ja, wer aus Liebe verrückt ist, der kann sich nicht selber heilen. Da müssten Sie mir schon helfen. Ich denke nicht daran. So? Geben Sie mir die Hand. Nein? Dann lächeln Sie wenigstens. Oh, ich sehe mich schon im Gefängnis. Warum im Gefängnis? Weil ich mich gleich vergesse, wenn Sie mich so anlächeln. Sie bringen mich wirklich in eine... verrückte Situation. Und Sie enttäuschen mich. Sehr? Sehr. Ein bisschen. Franz, sagen Sie, dass Sie mich auch lieben. Aber ich liebe Sie. Nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß... ich weiß überhaupt nichts mehr. Lassen Sie mich los. Ich lasse Sie los. Aber ich lasse Sie nicht. Franz, kommen Sie mit. Wir verschwinden ganz einfach. Jetzt sofort, bitte. Monsieur, seien Sie doch... Sagen Sie Pierre. Pierre. Pierre, wie das klingt, ich werde wahnsinnig. Hören Sie zu, Pierre. Ich gebe zu, dass ich Sie mag. Aber deswegen werde ich mich nicht wie ein kleines Mädchen benehmen. Ich mag Monsieur Le Notre auch. Und ich kenne Sie nicht länger als ihn. Vielleicht bringen die nächsten Tage eine Entscheidung. Falls Sie mich überhaupt, ich meine... falls Sie mich wirklich... ja, wie soll ich sagen? Ja, wie sollen Sie wohl sagen? Reden wir morgen weiter, das ist genug für einen Tag. Bitte gehen Sie zuerst, ich möchte nicht, dass man uns zusammen sieht. Wer sollte denn um diese Zeit noch auf sein?
Man kann nie wissen. Sind Sie ängstlich? Nicht besonders. Warum? Weil ich bin wahnsinnig ängstlich. Und ich möchte so gerne noch einen kleinen Spaziergang durch den Garten machen. Würden Sie mich begleiten? Unter einer Bedingung. Nämlich? Dass Sie mir heute Abend nicht mehr von Ihrer Liebe reden. Gut. Dann werde ich Ihnen eben von Romeo und Julia erzählen. Von Tristan und Isolde, von Dante und Beatrice und kein Wort von unserer Liebe, die heute Abend beginnt, über die wir noch ein Leben lang reden können. Cecile? Was guckst du denn da? Cecile! Nichts. Ich habe mir den Mond angesehen. Der ist voll und ich habe mir überlegt, ob ich mich in denselben Zustand versetzen soll. Nein, im Ernst. Was wolltest du wirklich? Ich? Ha? Ich hatte Durst. Und du? Ich hatte Hunger. Komm, gehen wir an den Kühlschrank. Nein, danke, ist schon vorbei. Du sag mal, wie findest du Pierre? Ja. Er sieht toll aus, hm? Ja. Gefällt er dir? Also mir gefällt er sehr. Die Hauptsache ist ja, dass du ihm gefällst. Oh, dann mach dir keine Sorgen. Er wäre nicht der erste Mann, den ich bezirze. Irgendetwas sagt mir, dass er dich nicht lieben wird. Ja, du hast dir vorgenommen, mir alle Bewerber zu vermiesen. Männliche Eitelkeit, was? Ich vermiese gar niemand, aber ich soll dich beraten. Und wenn ich das tue, ärgerst du dich, wenn ich nicht deiner Meinung bin. Da bin ich. Was machen Sie denn hier? Die Haustür war offen, Monsieur. Das ist doch kein Grund, einen mitten in der Nacht zu überfallen. Na, ich weiß, es ist eine etwas unpassende Zeit, aber vor einer Stunde bekam ich einen Anruf und eine Dame sagte mir, sie nannte sich Dominique. Also, sie beschwor mich mit einer graben Stimme, ich sollte um Punkt 2 hier bei Ihnen erscheinen. Es ist Punkt 2. Ja, aber doch nicht um 2 Uhr morgens, Mann. 2 Uhr mittags natürlich. Ich bin wirklich untröstlich, aber ich habe mich bestimmt nicht verhört. Wenn ich diese Dame einmal persönlich treffe, werde ich ihr aber meine Meinung sagen. Das dürfte schwierig sein. Was? Dass Sie sie einmal persönlich treffen werden. Ach, verkehren Sie nicht mehr miteinander? Ja, so könnte man das nennen. Sie hat nämlich abgehoben. Ja, ich weiß, ich sagte Ihnen ja, sie hat mit mir telefoniert. Sie dürfte austelefoniert haben. Ach, hat sie den Anschluss aufgegeben? Nein, ihren Geist. Sie meinen, sie ist tot? Sie treffen den Nagel doch immer auf den Kopf. Das ist doch ein Scherz. Nein, Monsieur. Das ist die traurige Wahrheit. Nein, hören Sie. Sie ist wirklich tot? Das kann aber noch nicht sehr lange her sein. Sagen Sie mal, machen Sie das mit Absicht? Sie ist tot. Das ist doch ein Scherz. Nein, überhaupt nicht. Dodo war meine beste Freundin. Sie ist vor 6 Monaten gestorben. Und seitdem ist sie mir näher als je zuvor. Sie redet mit mir. Moment bitte. Also angenommen, diese Dame spricht wirklich zu Ihnen aus dem Jenseits, zu Ihrer besten Freundin, aber warum sollte sie dann mit mir telefonieren, den Sie überhaupt nicht kennen? Dominique dachte vielleicht, das wäre eine günstige Gelegenheit, meiner Schwester den Hof zu machen. Nicht wahr, Cecile, meinst du nicht auch? Ich weiß nicht, warum sie ihn hergeschickt hat, aber bestimmt nicht, um mir den Hof zu machen. Sie weiß genau, dass ich um diese Zeit schlafe und genau das werde ich jetzt tun. Ich lege mich wieder hin. Gute Nacht, meine Herren. Aber Madame, was habe ich ihr denn getan? Gar nichts, mein Mister, gar nichts. Sie kennen sie ja besser als ich. Helfen Sie mir. Wie muss man sie behandeln? Womit kann ich Eindruck auf sie machen? Heute hatte ich einige Hoffnung auf meine neue Fliege gesetzt. Wie gefällt sie Ihnen? Zauberhaft. Gibt's das auch für Männer? Hä? Hören Sie mal zu, ich werde Ihnen einen Trick verraten. Versuchen Sie es mit Mitleid. Sie hat ein sehr weiches Herz. Wenn Sie sie zum Weinen bringen können, haben Sie schon so gut wie gewonnen. Ich würde sie ja eigentlich viel lieber zum Lachen bringen. Naja, vielleicht gibt es zu dieser Fliege auch noch eine passende Hose. Sie mögen mich nicht besonders, wie? Darauf kommt es jetzt nicht an. Ich soll sie ja nicht heiraten. Aber ich habe Ihnen einen Rat gegeben. Appellieren Sie an Ihr Mitleid.
Ich habe eine Idee. Könnte ich nicht heute Nacht hier bei Ihnen schlafen? Dann wärst du auch morgen früh gleich am Ball, um Sie zu bearbeiten. Sie reden von meiner Schwester wie von einem Hauklaus. Außerdem geht es nicht, unsere Gästezimmer sind besetzt. Ja, hier? Nein, hier. Nein. Schade. Kommen Sie morgen früh, sagen wir um 10. Und sorgen Sie für einen originellen Auftritt. Irgendwas aus dem Rahmen fallen. Das dürfte Ihnen noch nicht schwerfallen. Denn wie gesagt, wenn Sie sie zum Weinen bringen können, haben Sie schon so gut wie gewonnen. Ist mir alles klar. Sie sind also nicht mehr gegen mich? Überhaupt nicht. Sie sind für mich weniger gefährlich als andere. Gut. Ach, dann will ich Ihnen noch etwas verraten. Ich habe zu meiner Fliege auch noch einen passenden Regenschirm. Na, wenn das nicht zum Weinen ist. Ei. Schlafen? Ah, wunderbar. Mhm. Guten Morgen ist ein viel zu schwaches Wort für einen solchen Tag. Ich finde, es sollte einen speziellen Ausdruck geben für so besondere Tage. Bei Ihnen schläft man ja fabelhaft. Ich habe das Gefühl, als wäre ich in diesem Haus geboren und als ob ich Sie schon ewig kennen würde. Ja, das Haus ist vielleicht für Sie bestimmt. Wenn es Ihnen so gut gefällt, werde ich es Ihnen überlassen. Falls Sie Cecile heiraten, natürlich. Oh, ja. Ich bin heute Nacht noch mal aufgestanden. Hoffentlich habe ich niemanden gestört. Nein, mich nicht. Wenn ich schlafe, schlafe ich. Und Sie, Frau? Nein, ich wollte nur noch ein Glas Wasser trinken. Nein, ich meine, ob Sie auch so einen festen Schlaf haben. Nicht immer. Ist Ihre Schwester noch nicht auf? Die muss jetzt jeden Augenblick kommen. Es ist ihre Zeit. Ja, bitte, auf Stichwort. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, wie geht's? Gut geschlafen? Das weiß ich nicht. Wenn ich schlafe, kann ich mich so schlecht beobachten. Ja, wie ist nun das Programm für heute? Wie wär's mit einer Partie Tennis? Gemischtes Doppel, Franz und ich gegen Pierre und Cecile. Es tut mir leid, ich spiele nicht Tennis. Oh. Ich auch nicht. Es trifft sich gut, wir nämlich auch nicht. Das wäre doch lustig geworden. Ja, und wie wäre es mit einer Angelpartie? Wir suchen uns ein verschwiegenes Plätzchen und dann suchen wir eins für euch. Angeln. Auch nicht. Fällt mir ein, geht ja auch gar nicht. Wir erwarten ja Besuch. Wen denn? Hubert. Das ist ein Freund von Cecile. Der sollte gegen 10 Uhr hier sein, aber der ist nur nachts pünktlich. Was will er denn? Mit uns frühstücken. Was? Ja, das heißt vor allem mit dir. Er möchte nämlich auch bei Cecile sein Glück versuchen. Wieso, so ein sehr netter Junge. Ja, schon, aber es ärgert mich trotzdem. Warum? Weil wir sind dann 5. Ja, und? Na, ich mag nicht, wenn wir eine ungerade Zahl sind. Auch wenn es weiter nichts ist, wir können ja Marie dazu bitten. Du bist ein Scheusal. Das ist entzückend. Was? Naja, das ist das Nette bei Ihnen. Man spürt immer diese herzliche Zuneigung zwischen Bruder und Schwester. Seine Geschwisterliebe, wie man sie selten findet. Ja. Wie kommen Sie darauf? Naja, sie streiten sich die ganze Zeit, aber man spürt, dass es ihnen nicht ernst ist. Habe ich recht? Vollkommen. Sie sind ein ausgezeichneter Psychologe. Oh, das könnte Hubert sein. Ja, das muss Hubert sein. Das ist Hubert. Kommen Sie mit. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. So was kann ich nicht sehen. Ach, kommen Sie. Wir holen schnell Verband zu. Kommen Sie. Oh Gott. Ganz ruhig. Kein schlechter Auftritt, finden Sie. Was hat sie denn? Sie können kein Blut sehen. Holen Sie Essig. Die Küche ist da. Wer ist denn das? Das ist ein Freund. Wie geht's Ihnen? Ja, ausgezeichnet. Haben Sie gesehen? Ich habe die Mauer kaum angekratzt. Bin genau auf den Baum zu und dann bin ich leider vom Bremspedal abgerutscht. Aber gut gezielt, ne? Soll das heißen, dass Sie das absichtlich gemacht haben? Sie haben mir doch geraten, mit einem originellen Auftritt aufzukreuzen. Ja, aber doch nicht meine Bäume umzulegen. Sind Sie verrückt geworden? Sehen Sie, Sie mögen mich nicht. Dabei habe ich nur Ihren Rat befolgt. Sie glaubt, ich bin verletzt. Also werde ich ihr leid tun. Sie werden sich gleich selbst leid tun. So. Danke. Wie geht's, Liebling?
bin ich. Zu Hause, mein Schatz. Ja, ja. Aber wo bin ich? Das habe ich doch gerade gesagt. Zu Hause. Nur keine Aufregung. Ich weiß sehr wohl, dass ich zu Hause bin, aber es ist das erste Mal, dass ich das anbringen kann, dieses wo bin ich? Das muss man ausnutzen. Wo? Ja, wo ist France? Die Ärmste kann kein Blut sehen. Sie ist drüben in dem Zimmer. Ja, vielleicht kümmern Sie sich um sie. Beruhigen Sie etwas. Gern, sehr gern. Oh, 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 mein Kopf. Au, tut das weh. Au. Wie ist denn das passiert? Ich wollte so schnell wie möglich zu Ihnen, dann bin ich ins Schleudern gekommen, dann gegen die Mauer gerast vor Ihrem Haus. Ach, Sie Arme! Oder vielmehr gegen den Baum neben dem Tor. Was? Meine Linde? Sind Sie verrückt? Ist es schlimm? Nein, nein, es geht mir schon besser. Wer redet denn von Ihnen? Ich meine meinen Baum. Unsere Bäume sind solide, kannst du ganz beruhigt sein. So ein Trottel. Na? Es geht Ihnen jetzt also wieder besser. Wie? Ja, ja, ja. Bis auf den Kopf. Der ist nicht so wichtig. Können Sie aufstehen? Ja, ich kann es ja mal versuchen. Ach, bitte, ja. Oh, wunderbar. Und jetzt eine kleine Drehung nach rechts. Ja. So, und jetzt linken Fuß vor, rechten Fuß und eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Das geht ja wunderbar. Eins, zwei, eins, zwei. Kleine Drehung nach rechts. Sie sind so gut zu mir. Nicht der Rede wert. Und eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Der kommt so schnell nicht wieder. Hoffentlich. Übrigens, Pierre braucht ziemlich lang, um France zu beruhigen, ne? Ja. Wo bleiben die beiden eigentlich? Pierre? France? Geht's ihr jetzt? Es geht dir jetzt besser. Pardon. Sie haben uns gerufen? Ich wollte Ihnen nur sagen, dass alles in Ordnung ist. Es ist alles okay, verstehen Sie? Sie brauchen nicht den ganzen Tag hier zu bleiben, falls Sie etwas anderes vorhaben. Wie kommst du denn da drauf? Sag mal, bist du blind? Glaubst du, die finden uns so amüsant? In Wirklichkeit interessieren wir sie doch gar nicht. Und wenn du das nicht merkst... Willst du damit etwa andeuten? Andeuten? Die beiden lieben sich von Anfang an. Aber du mit deiner männlichen Dickfälligkeit hast natürlich nichts bemerkt. Du bist am France herumscharwenzelt, dass es schon peinlich war. Du hast uns beide lächerlich gemacht. Aber Cécile... Bitte! Es ist für uns alle besser, wenn Sie jetzt gehen. Cécile, hören Sie doch. Bitte seien Sie uns nicht böse. France. France, ich möchte Ihnen noch etwas sagen. Ich... Nein, nichts. Danke. Danke Ihnen. Cécile. Nein. Auf Wiedersehen. Viel Glück. Was sagst du jetzt? Ich? Nichts. Das sieht dir ähnlich. Doch. Mich ärgert ja nur, dass wir jetzt tagelang Reste essen müssen. Marie hat für fünf gekocht. Böse. Bin ich böse? Hab die beiden von Anfang an durchschaut. Hab sofort gesehen, dass sie ineinander verliebt sind. Was sagst du? Ich? Immer noch nichts. Du redest ja für zwei. Ach, du glaubst also, ich bin gekränkt? Ach, da täuschst du dich. Ich bin nicht gekränkt. Auch nicht wütend. Nicht einmal enttäuscht, nein. Überhaupt nicht enttäuscht. Es ist alles klar. Jetzt habe ich alles begriffen. Ich habe viel nachgedacht über unsere Heirat und so. Ich habe ja von Anfang an gemerkt, dass Sie noch etwas zögerten. So? Ja, ja, ja. Und ich weiß auch genau, warum. Sie waren etwas erschrocken, als ich Ihnen bei meinem ersten Besuch sagte, dass ich für mein Projekt 20 Millionen brauche. Inzwischen habe ich mir alles nochmal durchgerechnet. Und was soll ich Ihnen sagen? Ich komme auch mit weniger aus. Raten Sie mit wie viel? Ja? 12 Millionen. Schön, nicht? Ich denke, jetzt steht unserer Heirat nichts mehr im Wege.
Naja, ich kann mir ja alles noch mal durchrechnen. Halt! Wann heiraten wir? Wann Sie wollen, so bald wie möglich. Augenblick mal. Du bist bereit, jeden Blödsinn zu tun, bloß um deine Wette zu gewinnen? Wie bitte? Seien Sie ruhig. Du willst ihn wirklich heiraten. Warum nicht? Du willst dir das nicht noch mal überlegen? Nein. Cecile, ich warne dich. Ist das dein letztes Wort? Mein allerletztes. Dann mach dich auf was gefasst, mein Schatz. Meine liebe Cecile, ich bin im siebten Himmel. Ich sehe schon überall auf den Straßen der Salon die Hinweisschilder. Jagdgründe, Cecile und Hubert de Marignan. Ist das nicht wundervoll? Nicht so schnell, mein Lieber. Noch sind wir nicht verheiratet. Man soll das Fell des Bären nicht verkaufen. Bevor man ihn erlegt hat. Sie haben vollkommen recht. Heiraten wir so schnell wie möglich. Pardon, Madame, aber Monsieur Thomas möchte Sie noch mal sprechen. Ach, was will er denn? Ich weiß nicht. Na gut. Führen Sie ihn herein. Wer ist das? Der junge Mann, der Ihnen aus dem Auto geholfen hat. Ah ja, ich erinnere mich, ja. Sehr sympathisch, sehr sympathisch. Allerdings. Ja? Ist er seit Jahren in mich verliebt? Nein. Doch. Oh. Und ich hätte ihn auch bestimmt geheiratet. Ja? Wenn ich Sie nicht getroffen hätte, mein lieber Hubert. Oh Gott, der arme Junge. Es wird ein schwerer Schlag für ihn sein. Was machen wir bloß mit ihm? Seien Sie sehr lieb zu ihm. Keine Sorge. Verstehe vollkommen, vollkommen. Verzeihen Sie, Cecile, dass ich Sie noch einmal störe, aber ich konnte einfach nicht so weggehen. Ich konnte nicht. Kopf hoch, mein Freund. Sie sind jung, Sie sind schön. Auch Ihnen wird das Glück noch lächeln. Verzweifeln Sie nicht. Entschuldigung, Monsieur, ich verstehe nicht ganz. Ja, das ist nun mal so im Leben. Der Bessere macht das Rennen. Seien Sie nicht verbittert. Eines Tages, wer weiß, vielleicht schon früher, als Sie glauben, werden auch Sie eine Frau treffen, die zu Ihnen passt und die Ihnen hilft, zu vergessen. Ach so, jetzt möchten Sie sicher gern unter vier Augen Abschied nehmen. Der Sieger kann sich Großmut leisten. Ich lasse Sie einige Augenblicke allein. Meine liebe Cecile, seien Sie nicht grausam zu dem jungen Mann. Er ist jung, er ist schön. Das habe ich ja schon gesagt. Also bis gleich, junger Freund. Sagen Sie mal, ist das von dem Unfall? Nein, der war schon immer so. Warum sind Sie wiedergekommen? France hat mich darum gebeten. Es war ihr genauso peinlich wie mir, dass die Dinge diese Wendung genommen hatten. Wir möchten dieses Haus, dem wir unser Glück verdanken, wieder mit gutem Gewissen betreten können. Sie haben uns beide so herzlich aufgenommen, dass... Madame! Wir möchten Sie bitten, unsere Trauzeugen zu sein, wenn wir eines Tages heiraten. Ich bin ganz gerührt. Sie würden das wirklich tun? Ja, sicher. Und Sie glauben, dass auch Ihr Bruder... Mein Bruder weiß ich nicht. Aber mein Mann bestimmt. Ihr Mann? Einmal muss es ja doch heraus. Bitte. Ja, Michel ist mein Mann. Was? Noch. Wir hatten beschlossen, uns scheiden zu lassen. Und hatten den dummen Einfall, uns durch Heiratsanzeigen einen neuen Ehepartner zu suchen. Dazu mussten wir uns natürlich als Bruder und Schwester ausgeben. Es war so eine Art Wette. Zu blöd. Aber nein, dadurch haben wir uns ja kennengelernt. Ja, Sie haben sich kennengelernt. Ich habe tatsächlich noch ein paar Kleinigkeiten gefunden. Oh, pardon. Entschuldigen Sie, Madame. Mademoiselle. Darf ich vorstellen, Mademoiselle France Lenoble. Bin entzückt. Mademoiselle. Meine Verlobte. Schon? Diese Jugend hat ein Tempo. Wenn jetzt noch Ihr Bruder die richtige findet, können wir eine dreifache Hochzeit feiern, was das Kosten spart. Mein Bruder hat leider wenig Glück in der Liebe. Ach, weißt du wirklich? Das ist aber schön, dass Sie zurückgekommen sind. Da können Sie sich gleich selbst davon überzeugen, dass es nicht so schwer ist, für mich eine Partnerin zu finden. Auch wenn meine Schwester das Gegenteil behauptet. Das kann jeder sagen. Wo ist der Beweis? Moment, meine Liebe. Hélène! Ach, Hélène, würdest du bitte hereinkommen, mein Liebling?
Darf ich Ihnen meine zukünftige Frau, Hélène Mansart, vorstellen? Hélène, das ist Cécile und das sind zwei Bekannte, François Lenoble, Pierre, Thomas. Madame? Ja, und ich werde ich nicht vorgestellt. Entschuldigung, Sie hatte ich schon ganz vergessen. Hubert de Marignan. Sehr erfreut, Mademoiselle. Waren Sie nicht eigentlich wegen meiner Schwester gekommen? Michel, Sie brauchen Ihr kleines Spiel nicht weiter zu spielen. Wir wissen alles. Was alles? Ja, von Ihnen und Cécile. Sie hat uns alles erzählt. Was? Ja, alles. Jawohl, alles. Sie wissen auch Bescheid. Ich immer. Und dann wollen Sie Cécile immer noch heiraten? Na, das verstehe ich nicht. Aber nein, Michel, er weiß von nichts. Wieso? Cécile hat mir alles erzählt, dass ihr Bruder rasend eifersüchtig ist und nie einen Mann in ihre Nähe ließ. So kam die arme Kleine nie dazu zu heiraten. Na ja, das wird sich ja jetzt alles ändern, wenn ich Hélène heirate. Hm? Komm, setz dich, mein Liebling. Komm. Darf man fragen, wer diese entzückende Person eigentlich ist? Aber natürlich. Ich habe sie ja extra hierher gebeten, um sie dir vorzustellen, meine Liebe. Ja. Da Sie über Cécile und mich Bescheid wissen, umso besser. Cécile und ich, wir haben uns in letzter Zeit etwas auseinandergeliebt. Das ist bedauerlich, aber es ist nun mal so. Bedauerlich ist gar kein Ausdruck. Bruder und Schwester sollten sich niemals auseinanderleben. Es gibt nichts Rührenderes als Geschwisterliebe. Ach, sagen Sie, mein Bester, würde es Ihnen etwas ausmachen, mal rauszuschauen und nach Ihrem Wagen zu sehen? Wieso? Was ist denn mit meinem Wagen? Ja, der hat nämlich in meinem Baum gehangen. Da konnte er nicht ewig bleiben. Ich habe ihn mit meinem Wagen etwas zur Seite geschoben. Sehr freundlich, lieber Schwager. Und da muss ich wohl etwas heftig geschoben haben, denn der steht jetzt quer, mitten auf der Straße. Quer? Mitten auf der... Ja, keine Sorge, ich habe schon die Polizei angerufen. Der Abschleppwagen muss jeden Augenblick hier sein. Was? Wenn Sie ihm also noch auf Wiedersehen sagen wollen. Sie sind ja schon da. Was machen Sie denn? Lassen Sie meinen Wagen stehen. Der hat doch kein Steuer. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Bei deiner Bekanntschaft mit Hélène. Ach ja. Erzähl du bitte hier. Du weißt, mir fällt das so schwer. Du hast versprochen, mir zu helfen. Ja, ich liebe Michel, Madame. Sie lieben Michel? Ja, seit einem Jahr. Wir haben uns durch Zufall kennengelernt, aber vom ersten Augenblick an habe ich ihn geliebt wie nie einen Mann zuvor. Ich habe es ihm gesagt. Er war wunderbar. Es war unvermeidlich, dass wir uns eines Tages begegnen würden. Und ich weiß sehr wohl, wie unangenehm Ihnen diese Geschichte ist, aber glauben Sie mir, ich fühle mich auch nicht sehr wohl. Seit einem Jahr hat Michel... Ja, aber es war alles meine Schuld, Madame. Na? War es so richtig? Ausgezeichnet. Viel besser, als ich gehofft hatte. Hier ist Ihr Scheck. Sie haben sich wirklich verdient. Und wenn Sie etwas Zeit haben, bleiben Sie ein bisschen bei uns. Michel, was hat das Ganze zu bedeuten? Wer ist diese Dame? Ja, das ist, wie soll ich das sagen? Sie hat Beziehungen zum ältesten Gewerbe der Welt, wenn ich das so sagen darf. Oder stört Sie das? Nicht im Geringsten. Und außerdem verfügt sie über ein bemerkenswertes schauspielerisches Talent, wie Sie eben selbst feststellen konnten. Das gehört zu meinem Beruf. Nicht immer fällt einem die Rolle so leicht wie diese. So, es ist alles in Ordnung. Es war nicht leicht, aber ich habe alles geregelt. Na bitte, was wollen Sie mehr? Ach so, ja, besten Dank, mein Guter, besten Dank. Der Spaß kostet mich 700 Francs. Hubert? Ich bringe das für Sie in Ordnung. Ach, arbeiten Sie bei der Polizei? Nein, aber ich habe da beste Beziehungen. Das gehört auch zu meinem Beruf. Ah, Sie haben eine Fahrschule. Nicht direkt. Sagen Sie, Hubert, erinnern Sie sich gar nicht an mich? Monsieur de Marignan? Sollten wir uns denn kennen? Ich denke schon. Und woher? Wir sind uns vor ein paar Jahren begegnet. Damals nannte ich mich Charlotte. Ah, so. Wo soll das gewesen sein? In Lyon, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich komme des Öfteren durch Lyon, aber ich weiß wirklich nicht. Wo sollen wir uns denn da getroffen haben? In einer Bar. In einer Bar. Und zwar in der... Na, Sie müssen mich verwechseln. Die Bar kenne ich nicht. Welche Bar kennen Sie nicht? Die Erotika-Bar. Woher kennen Sie denn den Namen? Ach, Sie machen mich ganz nervös. Na, dann gehen Sie doch zu. Ach, ich sage Ihnen, Sie müssen mich... Hubert! Woher wollen Sie denn wissen, dass ich das war? Mein lieber Hubert, wenn eine Frau wie ich eine ganze Nacht mit einem Mann verbringt und das ohne einen Sou, dann vergisst sie das nicht so schnell, glauben Sie mir. Wieso? Hat er seine Brieftasche vergessen? Nein, ich wollte kein Geld. Ein Geschenk von mir. Das kommt so selten vor, dass ich mich sehr gut daran erinnere.
Ja, sehen Sie, Hubert, und jetzt will sie doch noch bei der Polizei helfen. Nun geben Sie endlich zu, dass Sie sie kennen. Aber ich weiß genau... Hubert! Ich weiß genau, dass ich darauf bestanden habe, zu bezahlen. Das stimmt, ich habe Sie natürlich sofort erkannt. Entschuldigen Sie, aber Sie müssen das verstehen. Ich bin in einer heiklen Lage. Ich will die Schwester dieses Herrn heiraten. Die Gattin dieses Herrn, die Gattin. Bitte? Ah, ja, natürlich, die Gattin dieses... Was? Was haben Sie gesagt? Die Wahrheit. Es tut mir sehr leid. Cecile ist nicht meine Schwester, Cecile ist meine Frau. Ach, bitte, erklären Sie es ihm. Ich werde mich jetzt um Cecile kümmern. Ich glaube, sie hat auch ein Recht auf eine Erklärung. Ja. Also, sie ist gar nicht seine Schwester. Nein. Ich glaube, ich muss mich setzen. Ja, und wir sollten jetzt gehen, Franz. Wir können ja morgen anrufen. Du hast recht. Leben Sie wohl, Hubert. Ich werde mich bemühen. Auf Wiedersehen, Madame. Madame, Monsieur. Nein, nein. Sowas kann auch nur mir passieren. Wie stehe ich jetzt da? Eine lächerliche Figur. Aber nein, nicht lächerlich. Du hast dir nur deine Naivität bewahrt. Dieselbe Naivität, die mir bei unserer ersten Begegnung so gefallen hat. Sie sind wirklich sehr nett. Wenn ich es mir recht überlege, sind Sie der erste Mensch in diesem Haus, der nett zu mir ist. Und? Ist dir das unangenehm? Wo denken Sie hin? Sie haben sich übrigens auch nicht verändert. Sie sind noch genauso so... Ja, lass gut sein, Hubert. Komplimente sind nicht deine Stärke. Bei mir brauchst du dich nicht so anzustrengen wie auf deiner Mitgiftjagd. Was wollen Sie damit sagen? Du glaubst du, ich weiß nicht, wozu du hier bist? Bitte? Du bist in diese Dame genauso verliebt wie ich in die Sittenpolizei. Wie können Sie so etwas sagen? Ach, es ist also die große Liebe. Große Liebe, große Liebe. Wir wollen nicht übertreiben. Meine Gefühle für diese Dame sind... Wie soll ich das erklären? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, weil... Weil es eigentlich nicht sehr schön ist. Nein, nein, ganz und gar nicht. Das ist eigentlich sogar ziemlich schäbig. Sind Sie jetzt zufrieden? Sehr. Du hast dich wirklich nicht verändert. Ich glaube, ich habe dich damals ganz richtig eingeschätzt. Du bist im Grunde ein ganz anständiger Kerl. Du spielst dich furchtbar auf, markierst den großen Ganoven... Und wenn es darauf ankommt, kannst du nicht aus deiner Haut. Weißt du, dass du eine Seele von Mensch bist? Ja, ich weiß nicht. Aber ich? Was besitzt du denn eigentlich außer den Trümmern deines Autos? Nicht mal die. Der Wagen gehört gar nicht mehr, den hatte ich mir geborgt. Es gibt auch noch Ärger. Entschuldige bitte, ich weiß, ich sollte nicht darüber lachen, aber den Schaden an dem Wagen bezahle ich. Das kommt nicht in Frage. Wer? Na ja, mir fällt natürlich ein Stein vom Herzen. Vielen Dank, Elaine. Wenn ich das richtig sehe, dann sind Sie also ganz gut gestellt? Ja, ich kann nicht klagen. Ich habe einiges beiseite gelegt und arbeite nur noch in besonderen Fällen wie in diesem. Ich kann es mir heute sozusagen leisten, eine anständige Frau zu sein. Na ja, wenn man Geld gespart hat, schön und gut, aber ob das auf die Dauer reicht... Mein Leben wird immer teurer. Och, ich besitze zwei Appartements in Paris, ein Haus auf dem Land. Ich bin Besitzerin einer Bar in der City. Ich glaube, damit lässt sich ganz gut auskommen. Alle Achtung, das muss ja so um die 4-5 Millionen ausmachen. Och, du machst Witze, viermal so viel. Viermal so viel? Ja, oder fünf, was weiß ich habe keinen Buchhalter. Sie hat keinen Buchhalter. Darf ich Ihnen noch eine letzte Frage stellen? So viele du willst. Ich unterhalte mich gerne mit dir. Jagen Sie gern? Ich weiß nicht. Ich war noch nie auf einer Jagd. Ich denke schon. Und kennen Sie die Sologne? Nein, aber ich möchte gerne einmal hin. Dann sollten wir sofort los. Warum hast du Angst, sie könnte sich in Luft auflösen? Es ist besser, wir ziehen uns zurück. Kommen Sie, meine kleine Elaine. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin, Sie wieder getroffen zu haben. Ich habe so oft an Sie gedacht in all den Jahren. Immer wieder habe ich mich gefragt, was mag denn aus der kleinen Charlotte geworden sein? Sehe ich es besser? Zufrieden? Sprich mich nicht an! Sprich mich nicht an! So
mir doch schon mal gehört? Mich vor aller Welt lächerlich zu machen. 1000 anständige Frauen hättest du haben können. Ausgerechnet so eine musst du als deine Verlobte anschleppen. Dabei war auch alles noch Lüge. Ja, wärst du lieber, es wäre die Wahrheit gewesen? Nein. Aber warum? Warum hast du das alles getan? Na, weil ich dich liebe. Weil ich wissen wollte, ob du mir auch noch liebst. Jetzt, wo ich das weiß, fällt mir die Trennung auch viel leichter. Sag mal, bist du noch normal? Das sagst ausgerechnet du. Ah, es war schon sehr komisch, wie du bei Pierre so gar nicht landen konntest. Was? Ich konnte nicht bei ihm landen? Hab mich nicht um ihn bemüht, das war's, wenn ich darauf angelegt hätte. Nicht um ihn bemüht? Na, ich weiß nicht, wie weit du es noch hättest gehen lassen wollen. Also, das ist doch wirklich die Höhe. Du glaubst, also, ich habe überhaupt keine Chance. Nein, du, das habe ich nicht gesagt. Ich werde dir das Gegenteil beweisen. Was hast du jetzt schon wieder vor? Ich will eine neue Anzeige aufgeben. Und zwar so eine, wie sie mir Dominique diktiert hat. Jetzt hör mir bloß auf mit deiner Dominique. Ich kaufe deine Ratschläge nicht. Dominique weiß da besser Bescheid. Hoffe ich wenigstens. Komm, schreib. Nein. Oh, bitte. Nein. Das ist der letzte Gefallen, um den ich dich bitte, hm? Also gut, meinetwegen. Also, schreib. Junge Frau, 33 Jahre, hübsch. Bisschen verrückt. Sucht passenden Ehepartner. Ungefähr 45 Jahre alt. Ziemlich groß. Charmant, wenn er will, und zärtlich. Der kein Straßenmädchen mehr ins Haus bringt. Sie verspricht ihm feierlich, kein Porzellan mehr an den Kopf zu werfen. Und ihn nie mehr Tschitschwa-Hure zu nennen und ihn so zu lieben wie seit 5 Jahren. Denn sie liebt ihn seit 5 Jahren über alles. Sie bittet um sofortige Antwort. Foto überflüssig. Sie kennt sein Gesicht ja so gut. Du. Tschitschmahure schreibt man mit CH. Nee, Liebling, Tschitschmahure schreibt man mit TCH, nicht? Das heißt ja Tschitschmahure. Liebling, das ist mein Wort. Ja, Tschitschmahure schreibt man mit CH. Guck mal. Lass dir das erklären. Hör auf, das heißt bitte, bitte streite nicht mit mir, es ist mein Wort. Mein Wort, ganz einfach mein Wort. Ich habe es aber nicht.